diese Ordnung zu beseitigen, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Ich denke, schönen guten Abend erstmal. Ich bin hier nicht der so der Redner. Mein Name ist Frank Borchert. Also ich denke mal, jeder, der mich kennt oder mich noch nicht kennt, ist doch egal, wer hier oben steht. Ich glaube, wichtig ist, dass wir hier alle zusammenstehen und zusammenhalten. Wir machen es heute wieder, wie es beim letzten Mal ist, nur heute mit ganz viel Krach und ich glaube, im Anschluss mit ganz vielen Reden noch, was wir alles uns auf dem Herzen liegt. In diesem Sinne würde ich sagen, schön, dass ihr da seid, auf einen wunderbaren Protestmarsch gegen diese aktuelle Regierung, wo ich der Meinung bin, hier müssen noch viel, viel mehr herkommen, weil es einfach so nicht mehr weiter funktioniert. In diesem Sinne, wir haben die Schnauze voll, glaube ich, oder? Lass uns also den Protestzug anführen. Es ist 18.30 Uhr und danach gibt es eine wunderbare Kundgebung. Ich habe einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb. Letzten Montag waren wir noch in Berlin. Bin erst Dienstag nach Hause gekommen. Bin ganz schön deprimiert. Mit welcher Arroganz der Lindner da gesprochen hat. Wenn ich ehrlich bin, habe ich den Schock noch nicht so richtig verkraftet. Aber mittlerweile, na gut, denke ich mal, das ist nicht besser geworden. Mein Wille, diese Truppe zu stürzen, ist noch viel größer geworden. Ich möchte mich erstmal bedanken bei meinen Berufskollegen, die heute so wirklich zahlreich erschienen sind. Wir sind ja schon mit 5 Schleppern aus Richtung Appendorf, Großlüben, Fieseke, Bad Wilsnack hierher gekommen. Und wir wollen es jetzt jeden Montag so beibehalten. Es geht schon lange nicht mehr nur um uns Bauern. Das müsste jedem klar geworden sein.
wenn ich am Wochenende auch gesehen habe in Berlin, wie viele Handwerker da waren, die Spediteure zum Teil schon mit uns dahin gefahren, haben ja letzte Woche noch mal ein bisschen mehr unternommen. Denen steht das Wasser auch bis zum Hals. Alles, was mit Diesel, mit grünen Kennzeichen, Dieselrückvergütung, wie wir das nennen ja in der Fachsprache, darum geht es schon lange nicht mehr. Die verarschen uns hinten und vorne, die schmeißen das Geld in der ganzen Welt raus und haben irgendwo nochmal 6,3 Milliarden Euro gefunden. Da kann man mal sehen, wie ich einen Haushalt führe. Es ist einfach so, dass man das als normaler, der wir hier unten in der Provinz sind sozusagen, dass man das gar nicht mehr nachvollziehen kann. Ich habe den Lindner in den Augen geguckt, also ich war zwar weit weg, aber ich muss sagen, also so was Freches, so arrogant, ja, ich ötzi mir, der hat 40 Meter weg von mir gestanden am 18. Das war schon eine Frechheit, ja. Aber was der an Tag liegt, der Lindner, also das könnt ihr euch nicht vorstellen. So was Arrogantes. Ich habe auch vorne am Trecker dran zu stehen, die Ampel muss weg. Und das Schild bleibt so lange da dran, bis die Ampel weg ist. Trotzdem, vielen Dank, dass ihr heute alle hier wart und ich denke, wir können wirklich nur was bewirken, wenn wir von Woche zu Woche mehr werden. Und das Wetter, ist ja heute schon zu merken, wird ja etwas besser, wärmer, besser nicht. Okay, also deswegen wollte ich nochmal sagen, schön, dass ihr alle da seid, schön, dass Frankfurt so gut organisiert habt hier und wir bleiben jetzt montags immer dran und wir müssen einfach mehr werden. Die Ampel muss weg! Liebe Freunde, ich komme genauso wie unser Bauer aus Appendorf. Warum stehe ich heute hier? Weil wir Solidarität mit unseren Bauern, mit unseren Handwerkern, Gewerbetreibenden und mit jedem, der jeden früh zur Arbeit gehen, zeigen wollten. Ich stehe hier, weil ich mir nicht von einer übergriffigen Regierung sagen will, was ich zu essen habe, mit welchem Auto ich zu fahren habe, wie ich meine Wohnung heizen muss, wer mein Freund ist, die USA. Ukraine. Wer mein Feind ist, Russland, Ungarn, das will ich mir nicht sagen, die suche ich mir alleine aus. Und ich stehe mit euch gemeinsam hier, weil wir letzten Endes alle die Folgen tragen. Guckt eure Rechnung von der Autoversicherung an, guckt eure Stromrechnung an, guckt die Benzinrechnung an. Die Wohnungssteuer an, guckt alles an, es wird teurer. Und diese Steuergelder, darüber haben wir keinen Einfluss, werden in der aller Welt verteilt. Und wir, uns wird ins Portemonnaie gegriffen. Und ich muss auch sagen, ich stehe hier, weil ich einen Wunsch habe, Frieden auf dieser Welt. Wir sind vorhin alle an den Ehrenmalen der russischen Soldaten, die hier in Wittenberge begraben sind, vorbeigelaufen. Über 500.000 deutsche Soldaten und Einwohner werden heute noch vermisst und wissen nicht, wo sie liegen. Und glaubt mir, wenn es uns nicht gelingt, Kriegstreiber wie ein Herrn Kiesewetter von der CDU, einen Strack-Zimmermann von der FDP, ein Toni von den Grünen, ein Fischer von den Grünen macht mittlerweile auch mit, sie übertreffen sich in Kriegstreiberei. Und denken nicht daran, dass letzten Endes die Kleinen jeden Krieg bezahlen mit ihrem Leben. Und ich möchte für meine Kinder, Enkel und auch für mich einen ruhigen, friedlichen haben. Und hier stehen wir heute und sollen für diese Ideale einstehen. Und wir sagen für unsere Regierung, wenn ihr nicht mit und für das Volk regiert, dann
wenden wir uns gegen euch und machen so lange, bis ihr weg seid. Dankeschön. Ja, das waren ja einmal tolle Sätze, die hier die zwei Redner gebracht haben. Ich bin ja nicht so der Redner, ich bin eher so ein kleiner Macher, aber die müsste es ja auch geben, sage ich mal so. Also, ich denke mal, heute waren wir zwar nicht ganz so viel wie letztes Mal, aber dafür sind wir umso nächstes Mal und heute waren wir auf jeden Fall viel lauter. Ja? Deshalb sind wir nächsten Montag wieder hier und mal sehen, wen wir hier noch alles oben hochkriegen. Ich habe da schon mal was Leuten hören, aber dazu dann irgendwann spätestens am Montag. Mal gucken. Einen letzten Satz will ich eigentlich noch sagen zu den aktuellen letzten Situation oder letzte Woche, wenn ich das so sehe, 300.000 waren am Montag in Berlin. Was hat die Presse da zugegeben? Es war, naja, sage ich mal so, für 300.000. Ab Freitag auf einmal war irgendwie ein Screenshot hier in der Presse. Es ging hier hoch und runter gegen rechts. Wir sind hier garantiert alle nicht für rechts, denn wir sind normale Bürger. Und das will ich mal auch einfach und klar und deutlich sagen. Und diese beschissene Republik, Regierung, sucht einfach nur davon abzulenken mit solchen Dingen, wo es eigentlich darum geht. Denn nämlich, wir stehen nämlich alle hier. Und das nicht seit erst gestern und seit letzter Woche, weil es einfach schlecht regiert wird. Und das brauche ich auch als Unternehmer. Guten Abend, Wittenberge, Halle Prignitz. Und warum sind wir hier? Klar, stimmen wir mal an. Wir haben, ich höre nichts. Und alle... Na also, es geht doch. Warum sind wir hier? Seit einer Woche urplötzlich, es wurde gerade erwähnt, Demonstrationen gegen rechts. Wir sind alle keine Rechten. Ich habe das damals auch den RBB geschrieben, als man uns ja alle als Nazis tituliert hat. Ich bin bei Demonstrationen, die ausgerechnet von den Herrschaften angeführt werden, die dieses Land gerade an die Wand fahren, und dann ihre Taten bedauern, indem sie sagen, die Rechten sind schuld. Da bin ich sehr, sehr suspekt. Und ich kann solche Leute nicht verstehen. Wenn die eine vernünftige Regierungsarbeit machen würden, dann wäre es ja schön. Aber das ist ja nicht der Fall. Und als nächstes möchte ich mal daran erinnern, Korrektiv, die das geheime Geheimtreffen an einem geheimen Ort mit geheimen Mitgliedern da aufgedeckt haben, ist eine... vom Bund in den Ländern bezahlte Truppe. Wenn sie doch nun endlich mal die Dokumente offenlegen würden, worum es da im Einzelnen ging, wäre es ja ganz interessant. Und wenn die schon mal dabei sind, dann wäre es interessant, wenn man Licht bringen würde in die ganzen Geschichten Cum-Ex und Herrn Scholz und Warburg Bank und Nord Stream 2 und versteckte Waffenlieferungen und wo unser Steuergeld hinfließt. Das wäre mal sehr interessant. Was Scholz und Konsorten da gerade treiben, das ist Spalten, das ist übelste Hetze, das ist das Schlimmste, was man einem Volk antun kann. Und das zeigt die Verachtung, die für uns übrig haben. Das ist alles. Und wenn ich mir überlege, dass es verschiedene Demonstrationsteilnehmer in Hamburg und anderen Städten gab, die plötzlich entrückt übers Wasser laufen konnten, dann werde ich fast irre. Ich lasse mich doch von dieser Brut nicht länger bescheißen und mein Land ruinieren. Wir haben dieses eine Land. Es ist unser Staat, unser Land, unsere Werte, unsere Freiheit. Und wenn wir jetzt nachlassen, haben die gewonnen. Und die bröckeln uns jeden Tag eine Suppe ein, die wir auslöffeln können. Mit höheren Kosten, mit höheren Steuern, mit höheren Abgaben, mit Rentenverzicht etc. pp. Hier in der Prignitz gibt es kaum noch Ärzte. Es gibt eine Gesundheitsversorgung,
die ist in manchen Staaten, die viel, viel ärmer sind als wir, bei Weitem besser. Und Herr Lauterbach, der wird jetzt wahrscheinlich bald mal eine Impfung gegen Glatteis empfehlen oder ähnliche Geschichten. Sorry, musste sein. Wenn wir nachlassen, gehen wir unter. Und ich möchte nicht eines Tages vor meinen Enkeln und vielleicht meinen Urenkeln stehen und denen sagen müssen, es tut uns leid, wir waren zu doof, wir haben versagt, wir waren zu faul, das Wetter war schlecht, ich hatte nasse Schuhe. Und die machen ja sowieso, was sie wollen. Die können nicht machen, was sie wollen. Denn der einzige Souverän in diesem Staat, das ist das Volk und niemand anders. Niemand anders ist der Souverän. Nicht diese 800 Kasper im Bundestag, die gegen unsere Interessen regieren. Nicht diese schlechteste Bundesregierung aller Zeiten mit einem Kanzler mit Bedarfsamnesie. Ich sag nur Warburg Bank. Da fällt mir ein, ist ein Steuerschaden. Der ist unglaublich. Da ist das Geld, was sie uns jetzt aus der Nase ziehen wollen. Das ist eine Frechheit vor dem Herrn. Und wer es noch nicht begriffen hat, der kann einem nur leid tun. Der kann einem nur leid tun. Und an diejenigen unter uns, und ich bin mir ganz sicher, dass sie da sind, mitschreiben, Bundesverfassungsschutz. Wir gehen nicht mehr von der Straße. Wir lassen nicht mehr nach. Und wir bleiben so lange, bis diese Regierung verschwunden ist, es vernünftige Neuwahlen gibt und vor allen Dingen, bis diese elende Hetze gegen das eigene Volk aufhört. Guten Abend, macht's gut und nächste Woche bringt jeder einen mit. Jeder bringt einen mit und wir werden nicht mehr aufhören. Wir haben die Schnauze voll. Herr Scholz, treten Sie zurück. So. Danke, dass ihr alle da wart. Ich glaube, es reicht für heute. In diesem Sinne, bis nächsten Montag, bis sie es endlich hören.